Ja, ich bin Klaus-Henning Schulke, bekannt seit 2018 als Bottle Klaus. Da hatte ich Eliud Kipchoge die Wasserflaschen übergeben bei seinem Weltrekord. Kipchoge there, being handed a bottle by a cyclist who celebrates the achievement. It is not as easy as it looks. It's something they practice in training, these elite athletes, grabbing that bottle at speed. Seitdem bin ich in der Szene bekannt als Bottle Klaus, nehme den Namen auch gerne an, ist eine nette Anekdote. Ja, wir holen Eliud Kipchoge ab, also das ist für mich eine Riesenfreude, weil so einen Moment hat man nicht oft im Leben. Ich habe noch mal in meinem Schrank gekramt und habe tatsächlich noch sein Armschild von 2018 gefunden und dann auch noch seine Flasche von 2018 von der Verpflegung 22,8. Da hat er sie dann natürlich auf die Straße geschmissen. Ich habe sie kurz aufgehoben als nette Erinnerung und die steht bei mir auf meinem Ehrentisch für Eliud. Ich mache das seit 25 Jahren und das ist so herausgestochen. Dieses Ereignis 2018, 2:01:39, das ist schon der Hammer. Wir können ja mal gucken hier, welches Gate er kommt. Ach okay, ach, ist gerade gelandet. Okay. Jetzt wird's kribbelig. Is it Paris flight? Is it Paris flight? Ah, thank you. Yes, ah, thank you. Paris flight. Nice to meet you again. Thank you, thank you. Oh, my friend, I'm so happy to see you. How have you been? Have you a good flight? Yes, yes. Okay, ah, I'm so glad to see you. Here are some flowers, funny flowers. Especially for a good preparation. Thank you. Gives you good mute, hopefully. Hey, Patrick, how are you? How are you? Nice to see you again. Yes, here. The cars are waiting outside. Yes, yes. Do you like to follow us? Yes. Okay. So good to see you. And are you good in shape? Yeah. Everything. Training went well. Yes. Okay. Okay. Shall I carry this or is it okay? He is a champion, yeah. Eliud Kipchoge, yeah. The man with a mission. Okay, here, this is a champion. Look, this man. I'm so fascinated about your performance 2018. Wow. Yeah, we'll do it again. Hopefully, yes. It's 4 years now? Yes. 1922. Yeah. This is the fourth year. Yeah. We have never met. It was a big surprise. Ah, yes. When you come into the hotel. And you pushed him in the training? But now you go with Chris. You know, the biggest push is from inside. Yes. Yeah, so right. From outside, yeah, yeah, not as strong as from the old inside. Yeah. But you are for the basic. The basic, yeah. Yeah, okay. But the driver is him. Yeah, okay. Do you know the sign? Yes. Okay, so sit down, we see at the hotel and have a good ride. See you. Bye. Thank you. Also ich glaube, er hat sich riesig gefreut und er kennt ja auch so wenig Gesichter hier. Ich glaube, das war schon eine schöne Geste. Hallo? Das mag er. Hallo? Ich bin, freue mich riesig, dass ich ihn gesehen habe.
Good day to you and welcome to the 48th BMW Berlin Marathon. And a morning of wonderful elite racing is guaranteed here. Conditions are perfect here in Berlin. Berlin perfect, you could say. Eliud Kipchoge is very much the main man on the men's side. The world record holder here set back in 2018. Ja, ich hatte Eliud 2018 das letzte Mal gesehen. Da war natürlich die Spannung groß. Was passiert 2022? Schaffen wir das dieses Jahr genauso perfekt wie 2018? Eliud! 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 In der Sekunde greift dann der Pacemaker nach seiner Flasche. Oh Gott, dachte ich. Schnell zurückgezogen. Da kam er ja schon Meter dahinter an und dann wieder rechtzeitig hingestreckt. Mann, war das eine Action. Eliud! Push! Ja, also ich bin durch die Menschenmengen gefahren, durch die ganzen Spectators und die rufen Bottle Klaus, Bottle Klaus. Bottle Klaus! Hey! Hey, geil, Alter. Wie kann sowas Verrücktes passieren? Aber ist auch ein netter Side-Effekt. Also Fokus natürlich Eliud, aber wenn man den Bottle Klaus auch hochleben lässt, sage ich ein fröhliches Dankeschön für eure Unterstützung. Eliud! Also ich bin eigentlich ein emotionaler Typ. Ich bin zwar ein Norddeutscher und lasse das nicht immer so blicken, aber das muss einfach raus. Gerade Sport ist ja mit ganz viel Emotion verbunden. Wenn die Übergabe geklappt hat, dann fällt so ein Stein vom Herzen. Das muss einfach raus mit einem lauten Hurra. Ja, also das ist jetzt keine Showtime, sondern das ist einfach meine Emotion. Ja, also das war für mich ganz schwierig. Wir standen Kilometer 40, da müssen wir raus, damit wir dann auf der langen Geraden nicht ins Kamerabild rutschen. Ich war völlig orientierungslos, weil ich mir gar nicht so sicher war. Mensch, der sah zwischendurch gar nicht so gut aus. Und dann kriegte ich aber per SMS eine Nachricht von meinem Chef. Wow, Weltrekord, und du bist der Weltrekord-Bottle Klaus. Also das war geil, da habe ich überhaupt mitgekriegt. Es hat tatsächlich geklappt. It's history unfolding here on the streets of Berlin in the sunshine. The double Olympic champion is the greatest marathon runner we have ever seen in the history of the event. This is superhuman. Eliud Kipchoge smiles for the last time. Let's keep an eye on the clock just outside 2:01. Eliud Kipchoge is a history maker in Berlin. The world record is gone and now he can celebrate. And that is simply stunning. And the greatest marathon runner the world has ever seen has produced the fastest marathon the world has ever seen. Alle 13 Stationen haben geklappt. Das war geil. Das heißt, jetzt nach meiner Rechnung 2 Sekunden pro Station, also 26 Sekunden hat er vielleicht davon profitiert. Hypothese, aber lasst mir den glauben, das war schon ein geiler Auftritt.